Guten Morgen Deutschland. Ich habe vor ein paar Wochen einen sehr interessanten Vortrag darüber gehört, wo es darum ging, wie man über andere Menschen redet, wenn diese nicht zugegen sind. Und dieses Thema finde ich sehr, sehr interessant und möchte das heute mit euch bewusst besprechen. Und ja, auch etwas ruhiger, als ich mich gestern an euch gewendet habe. Die Menschen, die reden, wenn es um andere Menschen geht, eigentlich immer dann ja, mit anderen Menschen, wenn sie besonders sauer sind oder wenn sie besonders aufgebracht sind. Und ja, es geht dann immer in den Gesprächen darum, dass man diesen Menschen, mit dem man redet, ja, irgendwie auf seine Seite zieht und in irgendeiner Weise auch gegen den anderen so ein bisschen dreht. Und entsprechend ja, entsteht dabei auch immer ein sehr, sehr großer, wie soll ich sagen, eine sehr große negative Energie. Man geht nicht zu der Person hin, mit der man ein Problem hat und redet mit der, sondern man geht eben ja, zu einer dritten Person und tut sich darüber auskotzen quasi. Und ja, darüber möchte ich heute reden und warum das eigentlich nicht so gut ist und wie man auch als derjenige, mit dem man redet, da auch gut reagieren kann. Und ja, Beispiel jetzt zum Beispiel. Also ich habe mit Tom ein Problem und gehe nicht zu Tom, sondern gehe eben zu irgendjemand anders, weil das meine Freunde sind und die stehen auf meiner Seite und ja, sie werden mir zustimmen, wie schlimm Tom ist und wie falsch er gehandelt hat. Und wenn sie da nicht zustimmen, dann wären das ja irgendwie nicht meine Freunde, oder? So, und ja, das ist wirklich sehr, sehr häufig so, dass die Freunde dann wirklich auch einfach nur zustimmen, wenn es um irgendeine dritte Person geht, egal ob man da am Recht oder im Unrecht ist, einfach weil sie Freunde sind. Und dafür sind doch Freunde da, dass man sich da mal anlehnen kann und auskotzen kann und so weiter. Aber damit schafft man eine Disharmonie zwischen Tom zum Beispiel, mit dem ich jetzt ein Problem habe, und der Person, mit der man sozusagen über ihn redet. Obwohl die beiden gar nichts miteinander zu tun haben. Dazu kommt, dass der Freund, mit dem ich rede, wenn er einfach wirklich nur gedankenlos zustimmt und sagt, oh, wie doof der Tom doch ist, dass er damit den Ärger und die Wut, die ich in mir habe, was ein ungesunder Bewusstseinszustand ist, eben doch katalysiert und verfestigt. Und ja, ich meine, es kann durchaus möglich sein, dass wir einfach nicht in der Lage sind, mit ja, dem Tom zu reden, oder dass ich da nicht in der Lage bin, mit ihm zu reden. Aber da könnte man auch zu seinem Freund hingehen und sagen, so, ich habe ein Problem mit Tom und ich muss mal mit jemandem reden, um zu schauen, ob ich überreagiere oder ob ich mich dann in irgendwas hineinsteigere. Ich persönlich muss irgendwie einen klaren Kopf bekommen. Kannst du mir dabei helfen? Das ist absolut in Ordnung. Das ist absolut in Ordnung. Und dabei, wenn man so zu seinem Freund geht, schafft man auch keine unnötige Disharmonie zwischen zwei Personen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, die überhaupt kein Problem miteinander haben. Aber nein, da geht man zu seiner Freundin, zu seinem Freund hin und ja, der wird sich einfach dann nur ausgekotzt über jemanden, in dem Fall jetzt einen Tom, und einfach, ja, einfach, das ist dann sozusagen dieser Deckmantel der Freundschaft, da wird dann ja, Feindseligkeit und diese negative Energie einfach in die Welt gesetzt, von mir ja persönlich. Und ja, im schlimmsten Fall, ja, wenn dann die Freundin auch zustimmt, ja, der Tom, der ist wirklich ein Arschloch, dann wird diese negative Energie auch noch verstärkt und geteilt. So, und ja, und deswegen wichtig bei einer echten Freundschaft, dass wir wirklich, dass man da um Rat fragt und wirklich einfach um den Kopf frei zu bekommen und ja, dass man keine unnötigen Emotionen hat. Wie gesagt, ich kenne das selber aus meiner Erfahrung zu Genüge. Ich kenne es aber auch aus der anderen Erfahrung. Das heißt, wenn ich als Freund jemanden mal nicht zustimme, der sich gerade über irgendjemanden auskotzt, dann bekomme ich auch ganz oft zu hören, ja, bist du jetzt mein Freund oder bist du dessen Freund? Muss ich immer auf dessen Seite stellen? Da will man oft, dass man einfach nur rumheult und ja, und dass man dann mitflucht und den Ärger teilt. Und ja,
Dass das aber nur die negative Energie quasi manifestiert, das erkennen diese unbewussten Menschen nicht. Zu denen ich auch immer gehöre. Ne? Also bei mir geht das oft, mir geht das genauso. Dazu kommt, dass das Problem der Ärger ist und nicht das, was Tom getan hat in dem Fall. Also das, was Tom getan hat, das ist vorbei. Aber der Ärger, der ist präsent und das ist das, was stört. Also ist es doch wichtig, sich viel mehr mit dem Ärger zu beschäftigen und ihn nicht noch zu fördern und zu kultivieren, indem man zustimmt. Versteht ihr das? Lass uns doch direkt auf den Ärger konzentrieren, der in einem dann wohnt und nicht vergangene Handlungen, so eine negative Macht über uns und unsere Freunde dann auch zeitgleich mit ausüben, diese negative Energie, die diese Handlung ausgelöst hat, quasi noch die Zeit danach überdauert. Also wenn wir jetzt in der Position des Freundes sind, lasst uns da wirklich ein guter Freund sein und keine Disharmonie aufkommen lassen zwischen uns und der dritten Person und lasst uns auch nicht diesen Ärger so kultivieren, sondern lasst uns den Ärger auflösen. Und das ist so meine Message an euch. Ich sage das auch immer wieder bewusst. Ich bin ein Mensch, ich arbeite an meiner Bewusstheit, aber ich bin nicht immer bewusst und ich mache dieselben Fehler wie ihr. Und Fehler natürlich dann, wenn man bewusstes Leben anstrebt. Ne? Wenn man gerne die Zusammenhänge auflösen möchte, betrachtet und versucht mit einem relativ neutralen Mindset sozusagen zu analysieren. Und von daher seht das auch nicht immer so, dass ich euch irgendwas beibringen will oder sonst was, sondern ich teile euch Sachen aus meinem Leben und Gedanken, die ich mir mache. Und entsprechend seht das wirklich so. Seht das als Anregung, als Inspiration. Ich habe auch bewusst gesagt, dass ich ein Problem habe jetzt mit dem imaginären Tom und dass mich das betrifft und versucht euch da was rauszuziehen. Ich habe das gestern gemerkt bei dem Video, wo es um Luxus geht, dass der ein oder andere sich dann doch auch angegriffen fühlt. Das ist überhaupt nicht notwendig. Ihr habt doch euer Leben, ihr könnt das YouTube-Video ausschalten, das habt kein Problem. Ihr könnt in der Unbewusstheit oder in eurer gefühlten Bewusstheit leben, wie ihr wollt. Seht es einfach nur als Inspiration, wenn ich zu euch spreche, dass ich aus meinem Leben berichte, meine Gedanken teile, meine Meinungen, auch wenn ich Meinungen habe, die alle betreffen, ist es trotzdem nur meine Meinung. Und das ist im Endeffekt überhaupt nicht wichtig. Und das gilt es zu verstehen. Und ja, das soll es heute gewesen sein und ich freue mich auf eine tolle neue Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.